So, da sind wir schon wieder zurück mit der nächsten Aufgabe, nämlich gib Barren aus. Wie das Ganze funktioniert, dürfte eigentlich den meisten klar sein. Aber ich werde es natürlich trotzdem nochmal zeigen anhand von einem Beispiel. Wo mache ich das Ganze? Ich gehe die ganze Zeit hier oben hin, weil da eventuell, wenn man Glück hat, halt drei verschiedene Händler sind. Und da kann man die Aufgaben eigentlich ziemlich easy machen. Und die duelliere dich mit Charakteren, funktioniert das doch? Ich meine, weil ich habe eben einen Bot getötet. Wir achten mal drauf. Ich habe eins von fünf. Ich habe nämlich eben hier oben in einen Bot getötet. Weil Catty Corner, ich meine, ich hätte ihn immer noch nicht getötet. Weil da kam mir eben, oder? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Aber auf jeden Fall, ihr wisst ja, wenn ihr mich unterstützen wollt, gerne Creator Code eintragen. YT-FamilyHack, so wie auch mein Epic-Name ist. Wenn ihr Bock habt auf Custom Games, lasst gerne ein Like da, Abo da, schaut in den Livestreams vorbei. Wir haben zurzeit so eine Monatsbestenliste. Dafür zurzeit einer mit 10 Siegen. Also es ist für jeden eigentlich noch alles offen. Jetzt hoffen wir einfach mal, dass da hinten keiner landet, weil in der letzten Runde hatte ich eigentlich wirklich Glück. Weil da konnte ich meine Waffe kaufen und konnte halt natürlich schon... Oh Gott, mein Headset ist fast leer. Nervig. Ich höre nur So. Denn ihr seht das Ganze schon, wenn ihr da drüber fliegt, ob der Händler da ist oder nicht. Weil die zwei Händler, Mars der eine da, Mars nur der andere da, hat ein bisschen was mit Glück zu tun. Aber hier landet halt gefühlt keiner. Das ist halt der Vorteil. Wenn ihr jetzt Catty Corner ist zurzeit die Hölle los. Also ich bin jetzt da dreimal gelandet und jedes Mal waren mindestens 3-4 Gegner da. Ach, da unten ist noch eine XP-Münze. Wenn euch sich die einer mitnehmen will. Na, jetzt ist die Frage, landen die mit mir hier? Ah, natürlich, er ist schneller da. Jetzt wird's lustig. Natürlich finde ich schon einen Sniper. Aber ich kann es euch trotzdem zeigen. Warte. Zack. Einfach dann aufwerten. Abfahrt. Und schon habt ihr 400 Barren ausgegeben und eine Waffe ausgerüstet. Also quasi zwei Aufgaben gleichzeitig gemacht. Ich hoffe, ich konnte euch schon mal allein damit helfen. Was macht er da? Lol. Er wird mich so hops nehmen. Achtung. Oder? Nein! Wie gesagt, so könnt ihr halt Goldbarren ausgeben und natürlich gleichzeitig eure Waffen ausrüsten. Und wie ihr gesehen habt, meine Skills haben sich immer noch nicht verbessert. In dem Sinne, euch noch viel Spaß und haut rein.